Also nochmal herzlich willkommen zum letzten Vortrag des heutigen Tages. Mein Thema lautet, wie es auch im Programmheft steht, 70 Jahre nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges, Doppelpunkt, immer noch kein Ende deutscher Wiedergutmachungszahlungen. Um es vorwegzunehmen, der Vortrag wird sehr zahlenlastig, weil Wiedergutmachungszahlen, wie das Wort schon sagt, hat sehr viel mit Zahlen zu tun. Ich versuche das ein bisschen plastisch und jede Zahl für sich deutlich hervorzureben. Wenn ich mich da ein bisschen verheddern sollte, ruhig melden und nachfragen, falls da irgendwelche Unklarheiten entstehen. Um diese Frage zu beantworten, die das Thema aufstellt, müssen wir zurückgehen. Genau genommen müssen wir 100 Jahre zurückgehen, also fast 100 Jahre aufs Ende des Ersten Weltkrieges, den Deutschland verloren hat. Friedensvertrag von Versailles. Dort stand als Reparationszahlung, also nur als Zahlleistung, dass Deutschland zu zahlen hat, eine unvorstellbare Summe umgerechnet in Euro von 700 Milliarden Euro. Zuzüglich 26% der deutschen Ausfuhren, zuzüglich Schiffe, Eisenbahnen, Waggons, Kanonen, Industriegüter und so weiter. Also um den Versailles-Vertrag sozusagen als Thema könnte man nochmal einen eigenen Vortrag halten. Ich will mich beschränken auf den Schuldendienst, der zu leisten war, diese 700 Milliarden Euro. Das schreibe ich mal auf, damit es plastisch. Verdeutlichen ist, 700 Milliarden Euro sind genau 700 mal 1000 Millionen. Das ist eine Zahl, eine zwölfstellige Zahl. 700, 1, 2, 3, 4, 5, 6, habe ich zu großkotzig angefangen. Jetzt kommen hier nochmal drei Löwen hinten ran. Wie man sich natürlich das ganz nüchtern vorstellen kann, hat so eine Reparationszahl das Deutsche Reich vor immensen Problemen gestellt. Es muss natürlich, das Geld muss irgendwie durch Steuern eingetrieben werden, es muss auf dem Kapitalmarkt beschafft werden. Und da haben die Siegermächte auch nicht wirklich verhandlungsbereit gezeigt. Sie haben erwartet, zahlt pünktlich euren Schuldendienst, wenn ihr das nicht macht, besetzt wie das Ruhrgebiet, was ja auch zur Ruhrgebietsbesetzung gekommen sind. Und es hat Deutschland wirklich in Inflationskrise gestürzt und hat zu sozialen Unruhen im Deutschen Reich geführt. Deutschland hat den Krieg verloren, wie wir heute im Bismarck-Vortrag ja auch gehört haben. Geschichte wird gemacht durch Blut und Eisen, hat man selber am eigenen Leib erfahren. Dieses war zu zahlen und irgendwie musste es beglichen werden. Das Deutsche Reich hat in den 20er und 30er Jahren im Wesentlichen, und das ist wichtig für die Beantwortung der Frage, drei Anleihen am internationalen Kapitalmarkt aufgenommen. Im Wesentlichen. Das ist die Dawes-Anleihe, das waren 800 Millionen Goldmark, die auf dem US-Kapitalmarkt aufgenommen wurden. Dann die Young-Anleihe, vielleicht ist dem einen oder anderen der Young-Plan sozusagen ein Begriff, mit dem sozusagen die Schulden irgendwie zurückgezahlt werden sollten. Die Young-Anleihe, 5,5% Verzinsung, 1,2 Milliarden Reichsmark auf dem internationalen Kapitalmarkt. Und dann zum Schluss in den 30er Jahren, als im Zuge der Weltwirtschaftskrise das Reich zahlungsunfähig war und die Banken gestützt werden mussten, eigentlich ein ganz aktuelles Thema, wurde nochmal die Kronger-Anleihe, das ist die sogenannte Zündholz-Anleihe gewesen, in Skandinavien aufgenommen. 7% Verzinsung 1930, um einfach den Haushalt aufrechtzuerhalten. Das war sozusagen die Schuldenlast, die das Deutsche Reich zu tragen hatte in den 20er und 30er Jahren. Beim Machtwechsel 1933 hat dann die NS-Regierung sich natürlich ziemlich willkürlich dann gesagt, wir stoppen alle Zahlungen und hat die Zinszahlungen und den Kapitaldienst für diese Anleihen nach und nach auf Eis gelegt und die einfach nicht weiter bedient. Das zum ersten Bild vorweg. Die Ursachen für die deutschen Wiedergutmachungszahlungen. Dann ist die Geschichte natürlich nicht stehen geblieben. Wir kennen das Ergebnis, der Zweite Weltkrieg ist entstanden, der Zweite Weltkrieg wurde auch verloren
Und wir sehen uns im Jahr 1952 auf einer Schuldenkonferenz, also ich springe jetzt ein bisschen, wieder, wo die Bundesrepublik, ja, der westdeutsche Teil, sich mit den Alliierten auseinandersetzen muss über eben deutsche Vorkriegsschulden und deutsche Kriegsschulden. Dazu muss man sagen, dass die Westmächte im Prinzip auf das, was sie seit 1933 verzichtet haben an Zinsleistungen, ziemlich eins zu eins darauf bestanden haben, dass das, was ihnen zusteht aus Ersten Weltkriegszahlungen, auch weiterhin, dass sie darauf nicht verzichten müssen. Und wie das so ist bei Verhandlungen, die eine Seite sagt, das waren die Westalliierten, sagt, wir haben immense Kriegskosten gehabt, was sie ja auch de facto hatten, die haben den Krieg gewonnen. Wenn man mal kurz überlegt, so ein Kriegseinsatz ist natürlich veranschlagt horrende Summen. Nur als Beispielzahl dazu, der deutsche Afghanistan-Einsatz, wo, glaube ich, in der Spitze, ich würde sagen, so 6.000 Soldaten in Afghanistan stationiert waren über 10 Jahre, hat allein 6 Milliarden Euro gekostet. Da kann man sich ungefähr vorstellen, was die Alliierten, was die Franzosen, was die Amerikaner, was die Engländer für immense Kriegsausgaben hatten. Und die hatten natürlich ein eigenes Interesse, sich eins zu eins das auch bezahlen zu lassen. Das muss man ganz ehrlich sagen. Die waren jetzt nicht daran interessiert, da ein Minusgeschäft zu machen, sondern sie wollten natürlich sagen, das Geld von dem Verlierer wiederholen. Und das wurde sozusagen auftaxiert, was jeder verloren hat und was jeder für Ausgaben hatte, was die Amerikaner für Soll zahlen mussten und was für Vorkriegsschulden entstanden sind. Und dann waberte zum Schluss bei der Londoner Konferenz die Gesamtforderung von 29,7 Milliarden D-Mark. Ja, also 29,7 Milliarden D-Mark, da müssen wir mal einen Strich machen. Das ist hier sozusagen, das hier ist erster WK. Und dann haben wir die Londoner Konferenz und dann kommt eine ursprüngliche Forderung, also ich kürze es mal ab, ursprungs von, muss man nachgucken, von 29,7 Milliarden D-Mark. D-Mark, als Ursprungsforderung von den Alliierten auf dieser Schuldenkonferenz aufgestellt wurde, was zu zahlen ist. Diese 29,7 Milliarden D-Mark werden aber unterteilt in Vorkriegsschulden, also Vorkriegsschulden, die sich aus diesen 700 Milliarden aus dem Ersten Weltkrieg heraus taxieren. Diese Vorkriegsschulden sind 13,5 Milliarden Euro D-Mark, zuzüglich aber die ganzen Marshallgelder, die ganzen Wirtschaftshilfsforderungen, die natürlich ab 46, 47 geflossen sind. Man sollte jetzt nicht denken, dass das eine freundliche, milde Gabe war, sondern die wollten die natürlich auch wieder zurückhaben. Ja, und das wurde dann aufsummiert auf diese 29,7 Milliarden Euro. Und im Londoner Schuldenabkommen waren 70 Staaten beteiligt, also 70 Staaten, sozusagen, die irgendwelche Forderungen gegen das Deutsche Reich hatten. Das Deutsche Reich hat auch wirklich ganz großzügig, also ganz korrekt erklärt, die Bundesrepublik hat ganz deutlich erklärt, wir stehen für alle Auslandsverbindlichkeiten des Deutschen Reiches, zuzüglich der Verbindlichkeiten Österreichs vom Anschluss 1938 bis 1945, die nehmen wir auch noch auf unsere Schulter. Und es ging in das Schuldenabkommen traten 70 Staaten ein und letztendlich haben 21 Staaten dieses Londoner Schuldenabkommen mit unterzeichnet. Das ging natürlich nicht einfach so. Eine große Streitfrage, was natürlich die deutsche Verhandlungsseite noch versucht hat, mit ins Spiel zu bringen, ist die Streitfrage über das deutsche Auslandsvermögen. Man muss sich das so vorstellen, bei Kriegsbeginn wurde natürlich das sämtliche deutsche Auslandsvermögen eingefroren, was einmal Devisen sind, was Guthaben auf Konten ist, was aber auch Infrastruktursachen sind, die einfach deutschen Firmen gehört hat.
Es gibt Schätzungen, diese Schätzungen variieren natürlich. Die deutsche Seite hat das höher, relativ hoch angesetzt und von anderer Seite wurde es niedrig angesetzt. Also die Alliierten haben gesagt, das deutsche Auslandsvermögen, was sie einbehalten haben, hätte noch nicht einmal dafür gesorgt, um die 10% der Kriegskosten zu tragen. Letztendlich habe ich mir mal eine Zahl rausgesucht. Ich schaue hier mal kurz nach. Das deutsche Auslandsvermögen wird geschätzt auf 315 Millionen US-Dollar. Man muss auch immer ein bisschen vorsichtig sein. Das ist mir in Vorbereitung des Vortrags eine Schwierigkeit klar geworden. US-Dollar von 1950 sind natürlich auch nicht US-Dollar von heute. Ja, man muss natürlich auch Wechselkursschwankungen mit berücksichtigen, aber einfach nur, um mal eine Zahl zu haben, welche Größenordnung das so im Ungefähren sein könnte. Naja, aber die Verrechnung der deutschen Vorkriegsschulden und Kriegsschulden und Wirtschaftshilfe, die sich für das Deutsche Reich aufgetürmt haben, mit der Verrechnung des eingefrorenen deutschen Auslandsvermögens wurde striktweg abgelehnt, weil es nicht gewünscht war. Deswegen blieb die deutsche Seite sozusagen konnte das so erstmal nicht reduzieren. Auch die Anrechnung von einseitig erhobenen Reparationen, es gab bereits 1946 das Pariser Reparationsabkommen, wo schon Reparationsleistungen der Alliierten, ich blende jetzt mal Russland aus, das war sozusagen die russische, sowjetische Seite hat nochmal ganz andere Reparationen gemacht, ich spreche nur von den Westmächten. Auch die Anrechnung der alliierten Reparationszahlungen auf die Gesamtschuld wurde nicht angerechnet. Also weder Auslandsvermögen noch Reparationszahlungen. Letztendlich ist die deutsche Seite doch zu einem relativ bescheidenen Verhandlungserfolg gekommen, was unter anderem Hermann Josef Abs, dem späteren ersten Chef der Deutschen Bank, zu verdanken war. Der hat sehr überzeugend verhandelt, weil er die Alliierten, die Westmächte von einer Sache überzeugen konnte. Wenn nämlich die Schuld, wie es im Ersten Weltkrieg gewesen ist, und da haben die Alliierten einfach aus ihrem Fehler im Ersten Weltkrieg gelernt, wenn sie mit den Reparationsforderungen und mit den Zahlungsschuld, die sie Deutschland auferlegen, das Deutsche Reich und die junge Bundesrepublik überfordern, wie es im Ersten Weltkrieg der Fall gewesen wäre, dann wäre dieser Weststaat kollabiert. Und da war natürlich kein Interesse daran, weil man brauchte, die BRD braucht man einfach als Block, um den Kommunismus abzuschirmen. Und letztendlich hat man sich dann geeinigt, dass man von dieser ursprünglich 29,7 Milliarden Euro D-Mark dann sich etwas nach unten bewegt hat. Man hat erstmal die Bewertung nach dem Goldstandard angelegt, dann hat man niedrige Zinssätze angelegt und hat auch den Fortfall des Zinseszinses beschlossen, sodass man im Endeffekt auf eine Vorkriegsschuld, dass sich diese 29,7 Milliarden D-Mark reduziert haben, auf zwei Teile, auf eine Vorkriegsschuld von 7,3 Milliarden D-Mark und eine Nachkriegsschuld, das sind dann Wirtschaftshilfen, Marshallplan etc. von ungefähr nochmal 7 Milliarden D-Mark, also man kam dann auf eine Endsumme, die schreibe ich nochmal auf, letztendlich Schuldenabkommen. Von 14,5 Milliarden D-Mark, die in London dann sozusagen beschlossen wurden als Zahlungsdienst. 14,5 Milliarden D-Mark sind übrig geblieben, die von der Bundesrepublik dann im jährlichen Haushaltsraten über einen 40-jährigen Zeitraum zu tilgen waren. Jetzt ist es natürlich interessant, man liest sich hier so eine Zahl, 14 Milliarden D-Mark, aber man muss natürlich wissen, was sind jetzt 14 Milliarden D-Mark im Jahr 1952? Ich habe mir das mal ausgerechnet und habe mir angeschaut, was das Haushaltsvolumen im Jahr 1952 war.
Das Haushaltsvolumen im Jahr 1952 betrug 23 Milliarden D-Mark. Heute ist das Haushaltsvolumen der Bundesrepublik 283 Milliarden Euro. Damals war das Haushaltsvolumen von Westdeutschland 23 Milliarden D-Mark und 14,5 Milliarden D-Mark, sozusagen das, was zu zahlen ist, sind ziemlich genau 63%. 63% eines Jahreshaushaltsvolumens waren Schulden über 40 Jahre. Würde man das auf heute hochrechnen, also würden wir unseren gesamten Bundeshaushalt nehmen von 283 Milliarden Euro, würden davon 63% nehmen, wäre das ein Betrag von 178 Milliarden Euro, also 178 Milliarden Euro Schuldendienst über 40 Jahre. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Nicht drin sind die laufenden Besatzungskosten, die natürlich auch noch weiter entstanden sind. Entschuldigung, die müssten im Haushaltsplan enthalten sein, zum Beispiel von 52. Ich weiß jetzt nicht, wie das haushaltstechnisch gemacht wurde. Ich habe Ihnen nur die reinen Zahlen angeguckt, um das ein bisschen verständlich zu machen. Also mit als reine Kriegslasten, die noch mitzutragen sind, sind die Besatzungskosten. Die waren allein im Jahr 1950 4,5 Milliarden D-Mark. Jährlich. Jährlich. Ja. Das entsprach einer Pro-Kopf-Umlage nur Besatzungskosten von 95 Mark 46. Oder 20% des Haushalts. Genau. Weiterhin kommt noch die Reparation, die natürlich im Pariser Reparationsabkommen wurden ja auch in einem von 45 bis ca. 47, 48 Reparationen entnommen, die darin natürlich auch nicht drin sind. So. Genau, soweit der Stand. Das Londoner Schuldenabkommen wurde, wie beschrieben, unterzeichnet. 1953 wurde die erste jährliche Rate getilgt. Das waren 563 Millionen D-Mark. 1983 waren dann fast alle Auslandsschulden beglichen. Und 1988 fand die letzte Zahlung an die USA statt. Es gab jetzt in diesem Londoner Schuldenabkommen zwei offene Punkte. Nämlich die Zinsrückstände für diese drei Anleihen, die getätigt wurden für diese oberste Zahl, Zinsrückstände für die Jahre 45 bis 52. Weil da gab es sozusagen keinen existierenden deutschen Staat, der in der Lage gewesen wäre, Zinsen zu zahlen. Und diese Zinsen sind natürlich aufgelaufen, die müssten irgendwie bedient werden. Und dieser offene Punkt wurde gesagt: Im Falle einer deutschen Wiedervereinigung werden dann diese Zinsen fällig. Der zweite offene Punkt ist gewesen die Reparationsfrage. Es wurden zwei Reparationen entnommen. Es gab ein Pariser Reparationsabkommen. Man hatte die die Demontagearbeiten irgendwann eingestellt, als man merkte, wir brauchen jetzt Westdeutschland. Man hat aber gesagt, bis es einen wirklichen Friedensvertrag gibt, werden diese Reparationsforderungen erstmal zurückgestellt. So, das sind diese beiden offenen Punkte. Jetzt kam die Wiedervereinigung und der erste offene Punkt, diese Zinszahlung von 45 bis 52, haben sich summiert auf 239,4 Millionen D-Mark. Millionen. Zinsen. 239,4 Millionen D-Mark. Die aus Zinsforderungen 1945 bis 52 noch offen waren. Und jetzt kommen wir zu, das ist eigentlich die Beantwortung der Frage des Themas. Zahlt Deutschland noch Zins und Kredite sozusagen aus dem Ersten Weltkrieg? Ja, bis 2010 wurden diese noch offenen 239 Millionen D-Mark gezahlt. Die letzte Zahlung fand am 3. Oktober 2010 in Höhe von 69,9 Millionen Euro statt. Dann habe ich noch einen kleinen Exkurs eingebaut. Also die Frage wäre jetzt beantwortet, zu sagen, bis 2010 wurden Zahlungen aus dem Ersten Weltkrieg geleistet. Ich habe jetzt noch einen kleinen Exkurs eingebaut, weil das aktuell passt.
Griechenland-Debatte. Das poppt ja jetzt immer wieder auf, dass gesagt wird, Deutschland müsse noch oder ist verpflichtet, Reparationszahlungen an Griechenland zu leisten und man hätte sich, so scheint es ja manchmal, die deutsche Regierung hätte sich da so ein bisschen herausgebunden. Dazu muss man erst mal betrachten, was hat Griechenland für Ansprüche. Wenn Ansprüche gestellt werden, muss man natürlich gucken, was steht dahinter. So, als das Deutsche Reich Griechenland besetzt hat, wurde Griechenland genötigt, eine Anleihe bei der Reichsbank zu tätigen in Höhe von 476 Millionen Reichsmark. Diese Anleihe war eine Zwangsanleihe, musste Griechenland zahlen. Zweiter Punkt ist natürlich Partisanenbekämpfung in Griechenland. Da kam es natürlich zu Massakern, zu individuellen Opfern. Inwiefern sind individuell Geschädigte anspruchsberechtigt gegen Deutschland? Also das heißt Privatpersonen gegen den Staat. Und drittens Kriegsschäden. Kriegsschäden, die durch Kampfhandlungen entstanden sind. Zum Beispiel wurde der Kanal von Piräus mit Eisenbahnwaggons und Schiffen gesperrt. Irgendwie, das muss ja irgendwie auch bezahlt werden. Genau, was mit diesen Sachen? Dazu kann man erläutern, Griechenland war Teil des Pariser Reparationsabkommens. Also im Zuge des Pariser Reparationsabkommens wurde Griechenland auch schon entschädigt. Nämlich mit 11.500 Tonnen Industriegüter. 11.500 Tonnen Industriegüter, die irgendwie im Ruhrgebiet abgepackt wurden, zusammengepackt wurden, waren bestimmt für Griechenland. Leider wiederholt sich die Geschichte in vielen Fällen immer wieder. Auch die sind nur teilweise angekommen in Griechenland und auch nicht wirklich wieder verwendet worden. Aber im Rahmen des Pariser Schuldenabkommens war Griechenland berücksichtigt, mit Industriegütern. Und diese 11.500 Tonnen Industriegüter, die verschifft wurden, hatten einen Wert von ungefähr 25 Millionen US-Dollar. Zweitens muss man sagen, Griechenland hat mit das Londoner Schuldenabkommen unterschrieben, ist Mitunterzeichner des Londoner Schuldenabkommens. Und drittens, was ich sehr, sehr interessant fand, es gab im Jahr 1960 einen bilateralen Vertrag zwischen der Bundesrepublik und Griechenland. Und in diesem bilateralen Vertrag hat die Bundesrepublik an Griechenland 150 Millionen D-Mark gezahlt. Entschädigung, man kann es nennen, wie es will, Wirtschaftshilfe, aber schon im Zuge mit dem Gedanken daran, dass da Verbrechen und dass da Kriegshandlungen durch Deutschland geschehen sind. Genau, also wenn man das nochmal zusammenfasst, sieht man die Punkte und ja, es kann sich jeder sein eigenes Bild machen. Ich hoffe, ich war jetzt nicht zu sehr überfrachtend mit den Zahlen. Das war es von meiner Seite. Ja, lieber Hans, herzlichen Dank. Ich will aber noch eine kleine Ergänzung vornehmen. Liebe Zuhörer, was Hans vorgetragen hat, waren die Wiedergutmachungs- und Reparationsleistungen durch die Weltkriege. Völlig unbesehen, völlig unberührt davon, bleiben die sagenhaften Summen, die wir aufgrund von Wiedergutmachung für den Holocaust gezahlt haben und auch heute weiter zahlen. Was zweifellos so nicht gerechtfertigt war, auch da hatte man schon einen Schlussstrich gezogen. Dann kamen amerikanische Gerichte und clevere Rechtsanwälte im Jahr 2000 und haben dann also weitere Forderungen gestellt, weil einfache Holocaust-Überlebende an der Armutsgrenze hingegangen sind und die mussten halt auch nochmal entschädigt werden. Da hat also die deutsche Wirtschaft dann, weil sie Arbeitnehmer war und vom Holocaust-Prozess profitiert hat, die wurden dann zur Kasse gebeten, war absolut eine Nachforderung, eine Nachsattelung. Es haben dann die Ost- und die mittelosteuropäischen Staaten auch wieder Gutmachen bekommen, obwohl im Voraus auch schon genannte Abfindungen von Deutschland gezahlt wurden und gemeinnützige Stiftungen begründet wurden, damit diese Überlebenden entschädigt werden sollten. Das zählt alles nicht mehr, da wurde alles brutal nachgesattelt und Deutschland fühlt sich also auch
den heutigen Staat Israel verpflichtet und ist Mitgarant für das Existenzrecht Israels. Und im Rahmen dieser Garantie liefern wir hochwertige Waffentechnik an Israel, meist zum Nullmarkttarif bzw. für einen Bruchteil der tatsächlichen Kosten. Ein Beispiel, das noch gelegentlich durch die Presse geht, also neueste U-Boot-Technik liefern wir an Israel auf Kosten des deutschen Steuerzahlers. Das ist so unüberschaubar, dass also man das gar nicht so recht beziffern kann. Wenn man sich akribisch da rein versetzt, dann kommt man auf gewaltige Summen, die deutlich das Zahlenwerk übersteigen, was er hier als Kriegsfolgelasten, die sind hier Kriegsfolgelasten. Aber interessant ja doch, dass wir die letzte Rate letztlich von Versailles 2010 ist. Mhm. Das gibt doch zu denken. Eine letzte Bemerkung will ich mir noch erlauben. Du hast recht, Hans. Ich habe mich gefreut, dass du das so genannt hast. Der deutsche Verhandlungspartner war Hermann Josef Raps, späterer Chef der Deutschen Bank. Ich habe ihn selbst noch erlebt und danach auch noch einige Jahre Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Bank. Der hat wirklich grandios verhandelt. Im Vergleich zu der ungeheuren Kriegssumme des Ersten Weltkriegs sind das ja geradezu Peanuts, die der Papst da erreicht hat, die wir dann aufgrund des Zweiten Weltkriegs, aufgrund des Londoner Schuldenabschlusses bezahlen mussten. Allerdings, das muss man auch noch in den Hinterkopf behalten, das wurde überhaupt nicht mit berücksichtigt. Die Siegermächte haben zunächst mal massiv, auch die Westwelt zunächst, die hörten aber als Erste auf, massiv demontiert. Die Russen haben bis 1952 demontiert, die in der DDR. Die Amerikaner haben 1947, Engländer auch 1947 die Demontage eingestellt, weil sie wussten, damit nehmen wir das den Deutschen die Luft zum Atmen, finanziell gesehen. Die Franzosen haben in ihrer Zone bis 1952. Ja, also insgesamt waren wenn man die Demontagen der Werte der Westmächte nimmt, waren das insgesamt 500 Millionen US-Dollar. Ja. So, also, dann will ich also auch noch sagen, bei Kriegsende, das gesamte deutsche Auslandsvermögen war weg von den Beschlagnahmen. Die das wirklich auch nicht berechnet worden. Und noch ein letzter Fakt: 100 deutsche Patente im Ersten Weltkrieg. Ja. Geklappt und für sich verwendet. Ja, Lizenzen, Markenschutz und sowas. Unschätzbare Werte. Ja. Ja. Zum Schluss noch eine kleine Anekdote, die aber einen wahren Kern hat. Ich war 19 Jahre, wenn man schickt das Jahr 1959. Sensation, die Russen schießen ihren ersten kleinen Satelliten ins All. Sputnik. Das war schon 57, da waren sie erst. Na, lass mich mal ausrechnen. Mitte des Jahres 59. Der piepte immer. Für die Amerikaner eine große Schmach. Drei Monate später zogen die Amerikaner nach und schossen ebenfalls einen kleinen Satelliten in den Erdumlaufbahn, Explorer genannt. Die piepten auf. Und dann jetzt kommt die Anekdote mit dem wahren Kern. Dann begegnen die beiden, diese beiden Satelliten sich und der eine sagt zum anderen, du könntest doch wieder in unserer Muttersprache, in Deutsch sprechen.